12 Uhr mittags am Samstag. Wird es der 25. ne? Ja. Und wir sind gerade in der Küche und ich habe vor, Obstsalat zu machen. Mit Äpfeln, die wir vorhin aus dem Garten geholt haben. Also Apfelsalat. Naja, ansonsten haben wir noch eine Banane und ein paar Mandarinchen, Clementinchen, solche Teile. Ja, genau, wir sind recht spät aufgestanden, deshalb haben wir den kleinen Theo auch verpasst. Der ist jetzt mit seinen Eltern nach Bad Doberan gefahren und nach Rostock. Und hier ist der letzte Verbleib von ihm. Genau. Und wir haben nur das kleine Kaninchen, mit dem wir spielen können. Das liebe Kleine. Das ist das vollendete Produkt. Severin kann sich gerade nicht zurückhalten, das zu essen. Ich auch nicht. Wir haben versucht, Zimt dran zu machen. Hier diese kleinen Stückchen. Wir haben nämlich nur Zimt, wir haben nur Zimtstangen gefunden. Wir haben nur Zimtstangen gefunden, anstatt Zimtpulver. Steff und ich können uns nicht so richtig entscheiden, was wir machen mit unserem Tag. Ne, Seth? Ja. Ich gucke hier gerade Tanja Börr und habe mir gerade die Zähne geputzt. Und eigentlich haben wir jetzt vor, ein bisschen Yoga zu machen und zu strecken. Ich habe nämlich das Bedürfnis. Und dann werden wir sehen, was, Freddy? Dann werden wir wahrscheinlich... Ja, genau. Ich glaube, dann werden wir nach Tessin fahren, einkaufen. Ne? Ja, genau. Los, komm. Hallo, Theo. Hat dir deine Mutti einen Apfel gegeben? Ja? Alter. Nom. Ja, auf jeden. Dauern. Das mache ich auch immer so. Das stimmt. Das machst du auch immer. Teddy. Thank you. Mit Apfel. Mutti, sagt er, was macht die Tante da? Mutti. Bibi. Oh Gott. Kommt ein Auto. Voll schön grün noch hier. Der Weg, den finde ich auch sehr schön. Und hier sind kleine Pferdchen. Da hinten. Da. Upsi, ist da. Und hier ein Lindenbaum. Wunderschön. Hier Buchenwald. So schön. Mit diesen säulenartigen Bäumen. Kleintio, Baby. Baby. Muttis Wädchen. Muttis Wädchen. So, das hier ist mein Outfit. Ihr seht kaum was, wa? Das ist das Kleid, was ich auch in Halle anhatte. Und die Hose ist irgendwie so ein bisschen glänzend, was ich nicht schön finde. Aber naja, was soll ich machen? Das ist die Strumpfhose, die ich mitgenommen habe. Ja. Fabi, was ist so? Nudelpfanne mit Pilz-Rahmsoße. Cool. Also wir freuen uns, dass wir heute an diesem Tisch sitzen. Ja. Und dass wir unsere Kinder um uns haben. Und dass die Familie etwas größer geworden ist. Mit Tio und Seth und Tommy, der zu Hause ist. Und wir freuen uns insgesamt, dass wir noch leben. Das finde ich schön. Also wir sind dann noch zu meiner jetzt alten Schule gefahren, weil wir haben, also es ist jetzt um 8, wir sind halt fertig mit Essen und Seth hat noch nie meine Waldorfschule gesehen, also meine Schule. Und da dachten wir gucken uns das mal an, zumindest so viel, wie wir sehen. Ne? Ja. Naja, also man sieht zumindest schon mal hier so eine Tür. So eine Tür sieht man schon mal. Naja, viel ist nicht zu sehen, aber wir gucken uns jetzt mal ein bisschen um. Und ja. Ja. Guck mal, wie schön es hier ist. Ich liebe diese Häuser in Rostock. Mit diesen Giebeln.
diese kleine Ecke, dort ist die Hauptstraße quasi, hier ist so eine kleine Pizzeria, italienermäßig. Da vorne ist der Marktplatz und hier ist eine riesige Kirche, die ihr nicht seht, weil alles schwarz ist. Aber es ist gerade offenes Denkmal, deshalb werden wir da mal reingucken, da ist so eine alte Uhr drin. Wir sind jetzt gerade im Edeka, in der Innenstadt. Und sowas habe ich hier noch nie gesehen. Noch nie habe ich das gesehen. Ist das irgendwie schon? Hast du schon mal gegessen? Schmeckt das? Und dann merkt man, dass ich das nicht anmache. Aber wenn man noch wieder in die andere Wir waren gerade im Museum. Jetzt sind wir im Kloster zum Heiligen Kreuz und so einem kleinen Hof. Könnt ihr was sehen? Das ist alles sehr klein. Da ist die Innenstadt. Da ist eine Kirche. Und hier sind alles sehr kleine Häuschen. Boah, wie niedrig die Decken sind. Voll schön. Hier ist Rostock echt ganz schön. Hallo, wir sind jetzt in der KTV, in der Krüppelinder Torvorstadt. Und hier in der Straße mit den ganzen kleinen, beim Lubrader Platz halt um die Ecke. Wir gehen jetzt gerade zentral. Da finden wir bestimmt was. Ich habe Sand und Saft heißen. Ist echt toll. Geil.